David, jetzt fällt auch noch Christian Fasnacht aus. Also der Trainer wird gefordert sein, zumal du ja ganz klar zwei Flügel gehabt hast, auf die du gesetzt hast. Und jetzt ist einer nicht da. Ja, richtig. Dem gegenüber steht, dass Fabian Lustenberger das erste Mal nach gut 7 Monaten Verletzungspause, nach seiner schweren Verletzung wieder im Aufgebot stehen wird. Es ist richtig, dass von den Verletzten her es sich jetzt nicht großartig entspannt. Wir hätten natürlich alle unsere Spieler sehr, sehr gerne in unserer Gruppe. Das ist aber nicht der Fall. Ändert nichts daran, dass wir uns wahnsinnig auf das Spiel morgen freuen und mit aller Energie diese Aufgabe angehen werden. È giusto che Christian Fasnacht non giocherà. Lei ha schierato due ali e la risposta era sì, giusto. Giocherà Lustenberger, ci sarà lui. Gli infortuni al momento non è una bella situazione, ma sono tutti molto contenti di andare a giocare domani. Bitte. Dann schließe ich noch an und frage, wie ersetzt du Fasnacht? Erst übersetzen oder erst an? Du kannst gleich antworten. Wie ersetze ich Fasnacht? Schwer. Nein, wir werden natürlich uns eine Idee zurechtlegen, wie wir Fasi, der sehr, sehr gut und sehr, sehr dominant für uns gespielt hat, der nach Devu auch die Kapitänsbinde übernommen hat, dann ersetzen werden. Wir haben schon einige Ideen im Kopf und haben uns jetzt auch für eine festgelegt. Und die werden wir dann morgen auch angehen. Wie genau das aussehen wird, das werde ich heute nicht sagen. Come farete a rimpiazzare Fasnacht? Una domanda molto difficile. Hanno un'idea? Ma come sarà effettivamente si vedrà domani. Fabian? Auch eine Frage an David. Ihr hattet jetzt eine ungewöhnlich lange Wettkampfpause. Wie habt ihr die genutzt und hat die euch gut getan, jetzt um ein bisschen den Kopf auch zu lüften? Ja, am Ende bedeutet es ja, wir hatten 3 Tage mehr wie normal. Das ist ungewöhnlich, da gebe ich dir recht, aber es war jetzt nichts Exorbitantes, was sich für uns verändert hat. Wir hatten sicher die Möglichkeit, dann uns gezielt auf das Spiel heute oder morgen gegen Atalanta vorzubereiten. Umgekehrt haben wir kein Spiel vorher, sodass wir schon ein bisschen im Rhythmus sind, was auch dem einen oder anderen dann immer eher gut tut. Die Situation ist für uns so, dass wir sie so annehmen, wie sie der Spielplan hergibt. Ich glaube, da gibt es keinen Vor- oder Nachteil dafür. Un'altra domanda a David. La pausa delle nazionali ha fatto bene, ha aiutato a reare la mente? Sì, ci ha potuto aiutare a preparare mentalmente sul prossimo incontro. Certo che i giochi di nazionale possono essere una cosa positiva o negativa, ma c'è stato tempo per prepararsi mentalmente. Guillaume, das Stadion wird morgen ausverkauft sein. Wie wichtig ist der Faktor Zuschauer und Unterstützung des Publikums morgen? Ja, das wird entscheidend sein. Bin ich überzeugt, dass unsere Fans wirklich die nötige Energie geben wird. Ich freue mich auch extrem auf das. Wirklich, dass wir alle als Mannschaft wirklich die Emotionen spüren, erleben und auch diese Dynamik, diese Energie vom Fans, also von unseren Fans spüren. Und ja, das wird schön sein. Com'è il fattore degli spettatori e del pubblico per domani? Abbiamo voglia di sentire l'energia, siamo contenti di sentire le emozioni. Sì, abbiamo voglia. Sì, grazie. Weitere Fragen? Alla, bitte. Auch eine Frage an Guillaume. Du hast jetzt ein Champions-League-Spiel gemacht gegen Villarreal. Jetzt steht das zweite gegen Atalanta. Dann geht es noch ins Old Trafford. Da ist das eigentliche Nummer 2. Jetzt bist du völlig mittendrin und du wirkst eigentlich immer sehr cool. Wie machst du das? Ja, ich glaube, die Erfahrung spielt sicher eine Rolle dazu.
Ja, ich glaube, wenn ich 20 wäre, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen mehr nervös vor dem Spiel. Aber nein, wichtig für mich ist einfach, dass ich, ja, dass ich das Selbstvertrauen spüre von mir selber, aber dass ich auch das Vertrauen bekomme vom Staff und vom Mitspieler und vom IB-Familie. Und das ist total der Fall, seit ich hier bin. Das habe ich sofort gespürt. Und das hilft natürlich, das macht den Job sicher einfacher. Un'altra domanda a Guillaume. Adesso giocherà ancora contro l'Atalanta, poi ci sarà l'Old Trafford ed è sempre così rilassato. Com'è che fa? La risposta era sicuramente l'esperienza è un grande fattore. Se era più giovane magari non sarebbe così facile. L'autostima è molto importante. La famiglia dell'Ibe gli ha aiutato molto. Lo rende più rilassato. Next frage bitte. Schaue noch. Ja. Ganz generell, wie erlebst du diese Zeit im Moment? Ja, mit Freude würde ich sagen. Also ich weiß auch mit meinem Alter, sind solche Momente wirklich speziell. Man muss wirklich genießen. Das geht nicht nur am Genießen, weil wir wollen natürlich vor allem gewinnen, das Spiel morgen gegen Atalanta. Es gibt wirklich eine Riesenmöglichkeit für uns, ja, dass wir nach dem Spiel nicht mehr Letzte vom Gruppe sind, sondern Dritte. Und dass wir wirklich an unsere Chance noch glauben. Aber ja, seit ich hier bin bei IB, habe ich so viele schöne Momente erlebt. Und morgen wird es sicher noch einen super schönen Moment geben. Für mich natürlich, aber für uns alle. Und ich hoffe natürlich, dass wir ein spezielles Erlebnis von morgen haben werden. Guillaume, come vivi questo tempo? Con gioia. Questo tempo ci dà una possibilità, vogliamo vincere domani, ci dà una possibilità di non essere più gli ultimi, ma diventare terzi. In questo tempo ho vissuto tanti belli momenti, per me e anche per gli altri. Ich glaube, es hat zwei Gäste aus Italien, die eine Frage stellen möchten. Akos, kannst du bitte sie auffordern, die Frage zu stellen? Per favore, ponete Simone. Simone, puoi porre la tua domanda? Devi accendere il microfono. Simone, devi accendere il microfono. Er spricht und spricht, aber devi accendere il microfono. Ecco. Ah, ecco. Signor Wagner, buongiorno. Qual è il suo giudizio sull'Atalanta di Gasperini alla luce del risultato dell'andata, alla luce del 5-2 allo Spezia di sabato, con un'Atalanta che ha ricominciato a segnare un gran numero, e soprattutto del confronto tra l'Atalanta con le altre due squadre, diciamo, egemoni, le squadre più forti del girone, Manchester United che voi avete battuto, e anche Villarreal. Eine Frage an Herrn Wagner. Nach dem Spiel von Atalanta am Wochenende gegen Spezia 5-2 und nachdem Sie Atalanta gegen ManU und Villarreal gesehen haben, wie sie gespielt haben, wie sehen Sie die Atalanta? Ja, dass das eine sehr starke, sehr eingespielte, sehr homogene Mannschaft ist. Das ist nicht nur seit diesen Spielen klar, sondern das haben wir auch im Hinspiel schon gesehen. Ich denke, dass es für uns extremst wichtig ist, dass wir bei allem Respekt, den wir natürlich vor diesem Gegner haben, ganz eng an uns bleiben, ganz eng bei uns bleiben und versuchen, unseren Fußball zu spielen, insbesondere jetzt hier in unserem Stadion, auf unserem Platz, vor ausverkauftem Haus, dass der Fokus in allererster Linie bei uns ist. Und das wird für uns der Schlüssel sein, um morgen auch ein gutes Spiel zu machen und dafür zu sorgen, dass die Kräfteverhältnisse nicht so offensichtlich sind, wie sie im ersten Spiel gewesen sind.
Allora, per il signor Wagner l'Atalanta è una squadra molto forte, omogenea, una squadra molto forte, già che, come si è visto già all'andata, con tutto il, ha tutto il rispetto verso l'Atalanta, ma qui adesso andranno a giocare nel il loro gioco, nel loro stadio che è svenduto, e questa è la soluzione per il sperano che sia la soluzione per il loro successo e di non ripetere come era l'andata. Nächste Frage aus Italien, bitte. La prossima domanda, Patrick. Inizio da parte dell'Atalanta, anche i risultati fatti in Champions League e una Fer, quali giocatori temi di più? Non ho capito la seconda domanda. Ah, ok. Scusa, è la prima? Die Frage kam direkt aus dem Auto, wie wir gesehen haben. Allora, erano due domande, es waren zwei Fragen. Eine an Guillaume, welchen Spieler fürchtest du am meisten? Welche Spiele? Welchen Spieler fürchtest du am meisten? Einen einzelnen Spieler. Einzelne Spiele von Einzelne. Ob du einen Stürmer oder einen Spieler besonders? Ja, also ich glaube, von dieser Mannschaft gibt es genug Spieler, die sehr viel interessante Qualität verfügen. Aber natürlich, wie ein Spieler wie Zapata mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Robustheit, also ja, das ist sicher ein Spieler, wo man wirklich achten muss. Aber sonst, ja, genau. Also wir sind vorbereitet auf die Aufgaben, die wir haben. Und also wie David gesagt hat, wir bleiben bei uns und das ist, was es wichtig ist für morgen. Okay, und die zweite Frage war an Herrn Wagner. Vielleicht zuerst noch die Übersetzung, Entschuldigung. Ah, okay. Sì, che ci sono, per la domanda a Guillaume, ci sono abbastanza giocatori da temere. Sicuramente uno di questi è Zapata, che è molto robusto e può fare male. La seconda domanda era, und die zweite Frage war an Herr Wagner. Wie sehen Sie die Resultate von Atalanta in dieser Champions League-Gruppe? Ja, ich denke, dass man gesehen hat, dass alles sehr, sehr eng ist. Die Spiele, Sie haben ja auch ein Spiel gewonnen, genau wie wir. Dass sie gewonnen haben, war ganz eng. Das Spiel, das sie verloren haben, war ganz eng mit 2-1. Und die anderen Spiele haben sie unentschieden gespielt. Also man hat gesehen und auch wir haben gesehen in den Spielen, die wir gespielt haben, auch wenn wir sie ein wenig deutlicher verloren haben, zumindest die zwei gegen Villarreal, wie eng das nichtsdestotrotz auf diesem Niveau auch für uns ist. Und es entscheiden Kleinigkeiten. Defensiv musst du hochkonzentriert sein in jeder Phase, in jeder Sekunde des Spiels. Und offensiv musst du wahnsinnig gut in deiner Chancenverwertung sein und darüber hinaus natürlich noch die Energie und die Emotionen in das Spiel bringen über die ganze Zeit. Das ist entscheidend. Das hat Atalanta in vielen Spielen gemacht. Deswegen war alles so eng. Und wir haben es auch in den Spielen gebracht. Und jeder hat einmal gewonnen. So ist die Ausgangslage. Allora, si vede che in questo gruppo tutto è molto stretto, tutti i risultati, il livello è molto simile. Sono cose piccole che alla fine decidono la partita ed è molto difficile mantenere anche l'energia, l'emozione durante tutta la partita e usare le occasioni per poi vincere la partita. Nächste Frage, bitte. Andrea, domanda. Devi accendere il microfono. Sì, scusate, stavo finendo di scrivere.
Volevo chiedere una domanda per tutti e due, quante possibilità vi date di eventualmente passare il turno e rispetto all'Atalanta quanto credete di poter portare a casa una vittoria del Milan? Grazie. Also ist eine Frage an beide. Wie hoch seht ihr die Chancen, durch die Gruppenphase zu kommen? Und wie seht ihr die Möglichkeit, morgen gegen die Atalanta zu gewinnen? Beide Möglichkeiten bzw. beide Chancen sind vorhanden. Ich sehe auch ähnlich. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist natürlich das Spiel morgen. Und wenn wir an unsere Chancen noch glauben wollen für die, ja, also für die weitere Gruppenphase, müssen wir das Spiel morgen gewinnen. Das ist einfach Fakt. Und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen morgen. Allora, tutte le due possibilità sembrano possibili. Domani ovviamente sarà decisivo. Se vinceranno domani potranno guardare avanti. Weitere Fragen? Gibt es noch? Ich glaube nicht. Dann schaue ich hier noch einmal in die Runde. Ja, Fabian, bitte. Ja, eine Frage für Guillaume. Du hast jetzt eben gesagt, dass du glaubst daran, dass ihr morgen gewinnen werdet. Schon vorhin hast du das gesagt. Was stimmt euch genauso zuversichtlich? Oder was konkret stimmt dich zuversichtlich für den Sieg von morgen? Also, das voll im Haus morgen, das spricht natürlich für uns, das wird für uns sprechen. Und ja, ich glaube, wir haben super gearbeitet die letzten 10 Tage. Zusammen wirklich auch die Möglichkeit genutzt, wirklich im Details auch zu gehen. Taktischen Bereich, physischen Bereich, mentalen Bereich. Und ja, wir sind bereit. Wir freuen uns sehr und die Vorfreude, muss ich sagen, ist riesig. Und das ist, was auch für uns spricht, für morgen. Nachhaken bei David. Woran habt ihr jetzt den Fokus gelegt in den letzten Tagen, eben jetzt in dieser Wettkampfpause im Training? Ja, es ist ja wie immer in der Länderspielpause, dass einige Spieler weg sind und dann auch unterschiedlich wieder zurückkommen. Der eine hat mehr gespielt, der andere weniger mit seinen Nationalmannschaften. Der eine hat Anfang der Woche gespielt, der andere erst Ende der Woche. Manche sind wahnsinnig weit gereist, manche weniger weit. Dann guckst du natürlich, dass du alle so ein bisschen wieder eingliederst, auf ein Niveau bringst und alle anderen, die hier geblieben sind. Mit denen konnten wir natürlich im physischen Bereich noch mal gut arbeiten für den letzten Block, für die letzten 4 Wochen. Und dann hatten wir natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, um uns detaillierter mit Atalanta zu beschäftigen, wie wenn es nur 1 oder 2 Tage zwischen den 2 Spielen ist. Und das haben wir genutzt. Akos, bitte. Allora, c'erano 2 domande. Una era Guillaume. Quindi aveva detto che, che pensava di andare a vincere domani. Cos'è che lo fa pensare di vincere domani? La risposta era che prima di tutto lo stadio è pieno, hanno lavorato molto bene negli ultimi 10 giorni, hanno potuto guardare certi dettagli fisici, mentali e tattici e hanno tantissima voglia di giocare domani. L'altra domanda invece era David, su cosa si sono focalizzati negli ultimi giorni? E la risposta era che siccome tutti sono viaggiati in posti diversi per le squadre, per le partite di nazionale, hanno cercato di livellare un po' tutte le differenze, ma hanno avuto anche un sacco di tempo per prepararsi con l'Atalanta. Gut, gibt es noch letzte Frage? Wenn das nicht der Fall ist, bedanken wir uns ganz herzlich für die Teilnahme hier im Mediencenter und auch via Zoom. Und vielleicht noch der Hinweis, Medienkonferenz von Atalanta beginnt um 19 Uhr. Um 19.30 Uhr besteht die Möglichkeit, für die Fotografen Bilder zu machen, aber Atalanta hat kein Training auf dem Rasen, aber macht einfach eine Platzbegehung, wo es Möglichkeiten gibt, Bilder zu machen. Besten Dank, allen einen schönen Tag und dann morgen
allen ein spannendes, gutes Spiel. Danke vielmals. Bene, si chiude la conferenza stampa. Grazie a tutti. Ricordatevi che stasera alle 7 c'è la conferenza stampa con l'Atalanta. Alle 19.30 ci saranno possibilità di fare le foto. L'Atalanta non farà un allenamento, ma farà una passeggiata nello stadio. Grazie. Danke, ciao.